Ja. Alter Paolo, Mann. Ja, ich gehe mal gepflegt auf Zeide hier. Ja, das gehört dazu. Wir sind aufgestiegen übrigens, gell? Ja, jetzt haben wir gekriegt. Super. So, Thomas Pflüger, Paolo Mavros. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Schwierige erste Halbzeit, ich habe es vorhin mit den Jungs angesprochen. 1-1. Zweite Halbzeit, habt ihr gezeigt, warum ihr Meister geworden seid. Verdienter Meister, Aufsteiger in die Bezirksliga. Thomas, mehr als 5 Steine fallen da heute vom Herzen, oder? Alles, mir fällt alles von Herzen. Wir haben draußen alles gegeben, wir haben super Zuschauer da gehabt aus Eichstätten. Keine 2 Busse, aber ein Bus mit der Mannschaft und ganz viele Privatleute, super, einfach war alles klasse. Und die Mannschaft, erste Halbzeit scheiße, zweite Halbzeit, der Coach hat gesagt, packt endlich die Eier raus, sie haben sie rausgeholt und jetzt sind wir dabei. Und jetzt sind wir oben, da wo wir hinkören, jetzt sind wir hoch und jetzt gucken wir uns die ganze Sache an. Paolo, ja, ich habe die beobachtet am Zaun. Einmal die Hände vors Gesicht geschlagen, es lief nicht wirklich rund, da ist eine Halbzeit Scheiß drauf, würde man sagen. Zweite Halbzeit, die Mannschaft die Eier rausgeholt, so wie das in der Halbzeit gefordert hast. 5-1, wieder mal ein Garant, heute muss man einfach so sagen, Max, aber natürlich auch die ganze Mannschaft dann ein anderes Gesicht zeigt. Ja, aber man muss ja sagen, man soll ja nicht Scheiß sagen. Du weißt, wie bei Entscheidungsspielen ist, ja, auf der Alm einfach so Spaziergang wird es nicht, haben wir ja gesagt. Die haben super gekämpft in der ersten Halbzeit. Wir haben nicht Fußball gespielt. Wir haben ein Dings. Wir waren in der Kabine drinnen und ich habe gesagt, wir haben noch 45 Minuten. Wenn sie 0-3 stehen würde, habe ich gewusst, dass die auf 4-3 noch aufholen könnten, wenn das der Fall wäre. Aber dann, wo man den Ball laufen lassen da vorne, ich glaube, das war hoch verdient. Für mich persönlich einfach, ich würde Relegation auch nehmen. Das hätte er vielleicht die nicht Meister so. Die Meistermacher, die zwei hier! Ja, die zwei Säcke! Aber wir haben Fußball gespielt und ich glaube, wir haben Zuschauer, egal was da los ist, technisch, fußballisch, brauche ich nicht diskutieren, war voll verdient und wir sind, glaube ich, Meister, verdienter Meister und dann kann mir jeder erzählen, was er will. Jungs, herzlichen Glückwunsch, feier gescheit, lasst das Bier fließen und wir sehen uns in der Bezirksliga. Ja, ja, Bischig. Genau. Ja. Du schwitzt immer noch mal. Ja, du, das Spiel war anstrengend, du leck mir am Arsch. Wir haben mit der Vorrunde Probleme gehabt und wirklich eine brutale Mannschaftsleistung. Sensationell geil einfach. Hallo, Alter. Ich bin froh, dass wir so gut geschafft haben und dass die Saison jetzt vorbei ist und dass wir erstmal eine Woche lang feiern werden. Und alles an meinen Arbeitgeber, ich komme erst wieder nächste Woche in Arbeit. So, ein Aufstiegsgarant, Meister der Kreisliga. Ja, tut's ein bisschen gießen. Max, können wir jetzt endlich? Konzentrier dich mal. Konzentrier dich einmal, Max, in dem Spiel. So, ein Aufstiegsgarant ist gerade, hat gerade seine Bierdusche, seine Verdiente bekommen. Max Drexler, glaube 37 Tore, damit 36, okay, wir wollen hier nicht übertreiben. Max, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Bezirksliga, Kreisligameister. Heute 5-1, tolle Leistung. Ja, also vor allem die zweite Hälfte, die war einfach nur geil, die hat einfach nur Spaß gemacht. In der ersten Hälfte sind wir nicht so gut reinkommen, aber ab dann war es einfach nur Gaudi. Da haben wir es 2-1 geschossen, es 3-1 und dann ist es gelaufen. Und das haben wir uns auch ehrlich verdient. Was hat der Paolo, euer griechischer Trainer, in der Halbzeit gesagt? Der hat uns nochmal aufgebaut, hat gesagt, wir sollen Spaß haben an dem Spiel. Der hat gesehen, dass einige verkrampft reingegangen sind und ob einige nervös waren, aber dann in der zweiten Hälfte, er hat anscheinend die richtigen Worte gefunden. Max, herzlichen Glückwunsch zu der famosen Leistung, zu der tollen Saison und feiert weiter und genießt den Tag. Vielen Dank. In Eichstätten, Manne und der Pensche. Jungs, famose Saison. Überragend. Auf die Haare ist schön. Eine Schlange habe ich auch noch in der Hose drin, also das passt schon. Ich freue mich über den Aufstieg. Und wir werden nächstes Jahr die Bezirksliga rocken ohne Ende. Wir nehmen den Schwung mit und wir sind so geile Mannschaft. Mit unseren Fans und mit allem drum und dran, mit den Glockenspielern. Ist überragend bei uns. Pensche, eine Saison, die man nicht so schnell vergessen wird. Du bist schon länger in Eichstätten. Man sieht es dann auch mal hinten auf deinem T-Shirt, deine Erfolge. Jetzt kommt ein weiterer hinzu. Jungs, bin ich aufgestiegen oder die?
Bierdusche gehört dazu. Pensche, was sagst du zu der famosen Saison? Ja. Der hat nichts zu tun, weil ich mache eigentlich mehr jetzt wurde immer schon, aber die erste verfolge ich als Kassierer. Und ich sag mal, das ist diese Sohnhetzer ist ein großer Erfolg vom Tom Pflüger, vom Paolo und von deiner grandiosen Kombination, die Mannschaft so zusammenzuhalten, wie es jetzt ist. Und nächstes Jahr ist das Ziel, die zweite auch mal ein bisschen aufzuwerten, damit die zweite auch mal hinter der ersten nachschmecken kann, damit man auch mal junge Spieler parken kann. Herzlichen Glückwunsch und dann feiert es weiter mit den tollen Fans hier. Ja, solange ich so einen Gegner habe wie ihn, habe ich keine Chance. Jungs, Manni und Penschel, danke euch. Danke. Und Jungs, nie mehr irgendwas über Frisuren.